Draußen wird demonstriert. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt fordert dringend mehr Personal für die Forstwirtschaft. Vom Förster bis zum Forstwirt, es fehle an tausenden Beschäftigten, unter anderem um die Waldschäden zu beheben. Drinnen stellt die Ministerin ihre Eckpunkte vor und eine konkrete Summe, rund eine 500 Millionen Euro Nothilfen des Bundes für die schwer geschädigten Wälder. Erstens Wiederbewaldung der Schadflächen. Natürlich muss vorher geräumt werden, bevor ich wiederbewalde. Zweitens Anpassung der 11 Millionen Hektar, die wir etwa haben in Deutschland. Schrittweise Anpassung an den Klimawandel. 180.000 Hektar geschädigte Fläche müsse wieder aufgeforstet werden, so die Ministerin. Doch wie genau, mit welchen zusätzlichen Klimaschutzstandards etwa, das ist noch offen. Von einigen Landesministern, die das mitentscheiden, Kritik und die Forderung etwa nach einem Zertifikatehandel in der Forstwirtschaft. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass direkt zu Anfang Frau Bundesministerin Klöckner darauf hingewiesen hat, dass sie von der Einbindung des Waldes in den CO2-Zertifikatehandel nichts hält. Ich finde das etwas gaga, denn wenn der Wald eine solche Funktion hat, die man ihm zuschreibt und die in allen Papieren auch auftauchen, im Übrigen auch den Papieren des Bundeslandwirtschaftsministeriums, dann muss man dem Rechnung tragen. Es gibt nicht nur die Forderung nach mehr Personal, sondern auch nach mehr ökologischer Forstwirtschaft. Doch das wird noch debattiert. Bislang gibt es hierzu noch keine konkreten Ergebnisse. Thank you.